was Kunst für mich ist. Oh, ich blätter ganz gerne nur in Kunstbüchern. Ich habe da eine ganze Menge, so von Picasso bis sonst mal. Aber es ist schön. Ich muss auch, du siehst ja auch, ich habe Bilder und so weiter. Also es ist eine Wand ohne Bilder ist keine Wohnung, sag ich. Bilder müssen irgendwie da sein. Egal, ob sie von großen Künstlern sind oder. Jedenfalls müssen einem gefallen. Ja, das, also das kommt ja nicht auf den Künstler drauf an, das kommt ja auch die Musik, die du hörst, die muss dir ja auch gefallen. Also, oder hörst du die Musik nur, weil der Künstler da gerade in ist oder weil sie die Musik dir gefällt. Also das ist doch... ich komme doch mal zur Luft. Ich jetzt so. Erstmal kann ich keinen Sport mehr treiben. Oder andere Sachen. Und Kunst, das mache ich jetzt sehr gerne. Mein Lieblingswerk. Das ist unterschiedlich. Lieblingswerk sind die, die ganz einfach sind eigentlich. So wie dieses hier, wie die Grazien oder dies. Und meine ersten Bilder zum Teil, dann ist das im Endspurt, das sind so vom Fahrradrennen. Und dann habe ich mal versucht, sowas auch digital, also am Computer zu malen. Ich glaube, das geht auch einigermaßen, aber gerade habe ich so 3 Stück von und dann ist mir letztens mein Computer kaputt gegangen mit Festplatte und allem drum und dran und da ist auch ein Programm drauf gewesen und einfach von Windows oder so, was kaputt ist und da muss ich mich erst an ein anderes gewöhnen. Vielleicht kann man alles noch einzeln mit der Maus verwischen und jetzt die neueren Programme, die kurz am Knopf sind, wischt alles weg und so weiter und das ist manchmal nicht so schön. Eigentlich wollte ich das ja nicht erzählen, aber mein Bruder, der konnte wunderbar malen früher. Und das klappte alles und ich konnte das immer nicht, wenn ich mit dem Bleistift. Ich habe mal ein Bild abgemalt, das sah genauso aus wie seins. Hing auch sogar an der Schule an der Wand, aber wurde weggenommen, hieß, das hast du ja sowieso nicht selbst gemacht. Naja, und ich habe mich dann auch nie weiter so umgekümmert. Und ja, dann kam das irgendwie durch meinen Computer, habe ich bisschen versucht mal so auf ein paar Striche zu machen und dann wurde das irgendwie ein Bild und dann haben einige gesagt, oh, das ist ja ganz gut und dann habe ich weiter mal so, ich mache nicht am Computer spielen, nicht viel und dann habe ich eben, und ich habe mich entspannt, ich bin seit 20 Jahren Rentner, ja. Also da probiere ich dann durch. Ich sag ja, ich probiere, gucke, verwerfe und versuche das damit und das ist, das bin ich schon experimentierfreudig, aber sonst wird man das nicht mehr machen. Habe ich alles selbst beigebracht. Ich bin mit dem normalen Windows-Programm ist das, ne? Dieses Paint, da habe ich drauf rum und dann immer weiter und ich habe auch nicht diese tollen großen Photoshop und sowas. Ich habe nur Net, als was ich mir aus dem Internet genommen habe. Ich mache auch lieber damit arbeiten, weil ich weiß nicht, das ist entweder einfacher für mich, ich weiß das nicht, ich kenne die anderen nicht, Programme nicht so richtig, aber ich arbeite dann mit, manchmal mit 2, 3 einfachen Programmen, was der eine nicht kann, mache ich dann mit dem anderen weiter oder so und hin und her. Eine kleine Computerbastelei. Die ersten, die ich so gemalt habe, das muss so 10, 12 Jahre her sein. Mhm. So genau weiß ich das gar nicht mehr. Und das ist jetzt mir so auch viel eine Entspannung für mich, wenn ich da sitze. Und das ist so ein Lauf wie jetzt, da muss ich mich immer ganz schön. Und immer da entspanne ich mich dann drauf. Ja, eigentlich setze ich mich hin und habe gar keine Idee oder sowas.
wenn du jetzt das Bild nimmst, diese Damen mit Hut, ja, diese nur Striche, da stand ich am Computer und machte den paar Striche und auf einmal habe ich dann nur so diesen Mundwinkel gesehen. Und dann zack, noch ein Knauf da drauf, auf den Hut, auf den Dings, auf den Strich und ein Auge ran und dann konnte ich, war das eine ganz gute Sicht. Oder so das erste mit dem, wenn irgendein Strich meinetwegen Pferderücken oder so dieser, mein erstes Bild mit, dann war so der Bogen wie so ein Rücken beim Fahrradfahren oder so. Und dann baue ich da drauf auf. Das ist dann so. Und ja, bei denen, da habe ich mal was anderes probiert und das macht nicht auch viel Arbeit damit. Viele denken ja, wenn man mit dem Computer Bilder macht, man drückt auf den Knopf und dann kommen die von alleine. Aber so ist das leider nicht. Es gibt ja Programme, wo viel aus dem Computer rausgeholt wird und dann nur zusammengestellt oder sowas. Ne? Aber bei meinen Bildern, da ist also höchstens, dass ich manchmal eine Fotografie verwende und die dann digital verändere oder so. Aber die meisten Sachen sind so, dass ich alles per Hand, jedes Stück und dann immer weiter. Und dann liegen die mal rum und dann fängt man mal dann wieder drauf an und so weiter. Das ist im Grunde genauso, als wenn ich an der Staffel da stehe. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen zum Beispiel das Bild in den Scheren oder Horizont nenne ich das. Die sind so ein bisschen da wie eine digitale Fotografie sozusagen, ne? Also wie eine. Aber das ist auch alles tatsächlich so mit der Maus gemalt und gemacht. Ich nehme auch keine, ich habe es auch mal versucht mit dem mit einem Tablett. Mache ich nicht. Mit der Maus. Wir können das gut mit unserer Koku-Initiatorin Lisa beschreiben, die sagt, ihre Kunst kommt aus dem Bauch raus. Und so ist das eigentlich bei mir auch. Ja, also das kann man so vergleichen. Die macht natürlich ganz andere Kunst. Ja. Und so weiter. Und ich mache eben Digitalkunst auch so aus dem Bauch raus. Ich weiß nicht, also was da nachher. Und das manchmal dann bin ich stundenlang an einem Bild und verwerf das dann. Dann ist das wieder weg. Und manchmal klappt das eben, dann hast du das ruckzuck und dann gefällt es. Rot, schwarz, alles. Nein, alles, was denn gerade? Also, ich habe sehr viel Rot irgendwo mal so als Punkt mit drin. Ist noch keiner gekommen, aber ich könnte ja und weiß ich nicht, ob ich das könnte. Also, wenn mir jetzt einer sagen würde, ich soll das und das machen, ob das funktioniert, kann sein, kann nicht sein. Ich habe mal angefangen mit meinen Hühnern. Ich habe so ein paar Hühner gemacht, so Freilandhuhn genannt und naja. Und so verschiedene Sachen. Und da kam mal etwas, da wollte mal eine auch das für ein Kinderbuch haben. Aber die hat sich nicht wieder gemeldet. Ja. Weil ich hier geboren bin und weil das meine Lieblingsstadt ist. Also ich bin schon viel rumgekommen, aber ich habe noch nie so eine schöne Stadt wieder gesehen. Ja, das ist schön, interessant. Du hast es ja selbst gesehen, als wir eben hierher gefahren sind. Erstmal, dass das eine Hafenstadt ist. Hafenstadt bringt Leben in eine Stadt, Fremde. Wir Hamburger sind gewöhnt daran, dass Fremde in der Stadt sind. Seeleute kamen. Wir sind eigentlich weltoffen. Und das ist das Schöne an Hamburg. Das kann sein, ja, irgendwo dieses Abstrakte, was ich ganz gerne mache und so weiter, das ist, ob das eine Welt offen ist, ist eine andere Sache, aber das Abstrakte oder so, das ist, auch das machen ja auch Künstler, die nicht in einer Großstadt wohnen, in einer Hafenstadt, das ist, weiß ich nicht. Also jedenfalls liebe ich meine Hafenstadt.
Ja, weil Lisa mich auch gefragt hat, ob ich mitmache. Und erst habe ich gedacht, ach so weit, jetzt runter nach links. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe und so weiter. Und jetzt habe ich dann. Und das ist dann auch so bei Digitalbildern, die hast du alle im Computer. Und deswegen habe ich auch damals die Ausstellung in Hamburg nicht mitgemacht. Du musst sie ja erstmal alle im Rahmen haben, wenn du eine Ausstellung machst. Und das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Und das ist deswegen habe ich das eigentlich nicht gemacht. Und jetzt habe ich so langsam angefangen, mehrere Bilder im Rahmen zu nehmen und mich darauf einzurichten. Ist ja lange Zeit bis dahin. Dass das ungefähr vielseitig ist. Genaues kommt ja immer erst langsam raus, was überhaupt. Aber dieser Weg jetzt von Bingen nach Mainz und so weiter, den die vorhaben mit verschiedenen Künstlern und dass das international ist, dass auch Leute, die in Schweden oder in Kanada oder wo ihre Kunst machen, über Internet ausstellen können und so weiter bei dieser Gelegenheit. Ich weiß noch nicht genau, wie die Ausstellungsorte sind, da, ich glaube Hotels, aber so viel weiß ich da noch nicht. Ich hoffe, dass meine Bilder einigermaßen gefallen. Ich höre immer so, dass es einigermaßen ankommt. Man malt aber auch sehr viel für sich. Ne?